Der Zweite Weltkrieg endete am 2. September 1945. Allerdings nicht für diesen japanischen Soldaten. Onoda, Hiro. 1945. Die philippinische Insel Lubang wird von amerikanischen Soldaten angegriffen. Der Befehl lautet: Verteidigt die Insel bis zum Tod. Die meisten auf ihr stationierten japanischen Soldaten werden getötet oder gefangen genommen. Nicht aber Onoda, Hiro. Er floh mit 3 weiteren Kameraden in den Dschungel, um von dort aus den Krieg weiterzuführen. Es vergingen Tage und Wochen, was den 4 Soldaten dabei entging, der Krieg war längst zu Ende. Which specifies the unconditional surrender of Japan. Im Oktober wurden Flugblätter abgeworfen, um über das Kriegsende zu informieren. Der Krieg ist zu Ende, kommt aus dem Dschungel. Die 4 entdeckten eines der Flugblätter. Nach einer ausführlichen Besprechung entschieden sie sich dazu: Das muss eine Kriegslist sein, Propaganda der Alliierten. Weitere Flugblätter wurden abgeworfen, doch auch diese hielten sie für eine Täuschung. Um zu überleben, essen sie Früchte des Dschungels, bedienen sich aber auch immer wieder am Hab und Gut der philippinischen Bauern. Mama, I'm a fürs Vaterland, Mama, I'm für Japan. Nach 4 Jahren im Dschungel entfernte sich Akatsu von der Truppe. Verdammter Verräter. Nachdem er 6 Monate auf sich alleine gestellt war, ergab er sich schließlich und berichtete der Welt von den 3 verbleibenden Soldaten. Sie leben. Daraufhin wurden Briefe und Familienfotos über dem Dschungel abgeworfen. Die 3 kamen zu dem Entschluss, dass auch das ein Trick sein muss. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Es vergingen weitere 4 Jahre. Onoda, Hiro und seine 2 Weggefährten befinden sich mitten in einer Schlacht mit ein paar Fischern, als Shimada am Bein getroffen wird. Aber auch das kann sie nicht aufhalten. Nachdem sich die anderen beiden Soldaten um den Verwundeten kümmerten, stand er ein Jahr später wieder auf den Beinen. Finde diese Drecksäcke. Der Suchtrupp wagt sich in den Dschungel und schließlich trifft er auf die Krieger, wobei Shimada erschossen wird. Den anderen beiden gelingt die Flucht noch tiefer in den Dschungel hinein. 1959 wurden die beiden für tot erklärt. 13 Jahre lang herrschte Stille um die beiden japanischen Soldaten. Doch dann schmiedeten sie einen Plan. Den geernteten Reis der Bauern verbrennen, als Zeichen der Rebellion. Daraufhin wurde der letzte Verbündete Hiros von der örtlichen Polizei erschossen. Übrig war nur noch Onoda, Hiro, der es jetzt Solo vs. Squad mit der ganzen Welt aufnehmen wollte. Es werden weitere Suchtrupps losgeschickt, um ihn zu lokalisieren. Vergeblich. 1974. Der philippinische Präsident setzt ein Kopfgeld auf Onoda, Hiro aus. Währenddessen beschließt ein japanischer Student, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Ich werde ihn finden. Also beginnt er das Abenteuer, tief in den Dschungel hinein. Als der unbezwingbare Dschungelkrieger japanische Worte vernahm, gab er sich schließlich zu erkennen. Hello there. Doch ein Problem gab es noch. Der letzte Befehl an Hiro war noch immer, die Insel zu halten und auf keinen Fall die Waffen niederzulegen. Also musste der Student zurück nach Japan die Nachricht überbringen, einen ehemaligen Vorgesetzten ausfindig machen, der inzwischen Buchhändler war, mit ihm zurück nach Lubang fliegen, wo Onoda, Hiro schließlich den Befehl zur Kapitulation erhielt und seine Waffen niederlegte. Über die gesamten 29 Jahre trug er immer noch seine Uniform, sein Katana, ein Gewehr mitsamt 500 Schuss Munition und mehrere Handgranaten bei sich. Durch seine Diebstähle und weitere Straftaten war er bei den Inselbewohnern inzwischen verhasst. Naja, er hat 30 Inselbewohner getötet und insgesamt über 100 verletzt. Vom philippinischen Präsidenten, der zuvor ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte, wurde er schließlich begnadigt. In Japan wurde er bei seiner Ankunft für seine Aktion gefeiert. Also, Ende gut, alles gut. Wenn er nicht gestorben ist, dann... er ist gestorben. Er ist 2014 gestorben. Diesmal ist er wirklich tot. Follow me into the jungle.